Hallo, willkommen zurück zu Anarchie Online. Es ist immer noch Halloween-Zeit und ich laufe hier gerade durch den Wald auf dem Weg zu einer Mission. Hier oben sieht man es. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den kleinen orangen Bobbel. Ja, ich hoffe, ich werde nicht gekillt auf dem Weg. Ich habe unterwegs übrigens einen Level 170er oder so getroffen, der einen Level 200er Dingens hier mal eben NPC erlegt hat. Und ich habe dann mal ein bisschen gelootet. Also, ne? Der war nämlich dann weg, der ist dann weggegangen und hat das liegen gelassen. Das habe ich dann einfach mal mitgenommen. Einfach in dem Wissen, dass Zeug, das eine höhere Qualität hat, also eben ein höheres Level hat, dass das eben dementsprechend viel wert ist. Und deswegen wird das ja hoffentlich ein bisschen was bringen. Also, ich habe momentan ja nur 90.000. Vielleicht, wenn eins davon 10.000 bringt, dann wäre das schon geil. Mal schauen. Mal gespannt. Wobei, die Hose hier würde ich vielleicht aufheben, weil die, ja gut, die braucht zwar Sense, nicht gerade zu wenig, aber die gibt halt Agility, Intelligenz, Physik, Sense, Stamina und Strength. Also das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, die aufzuheben, einfach nur für später, damit man sich mal das ein oder andere reinquetschen kann an vielleicht Implantaten oder so oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die hebe ich mit Sicherheit auf. Der anderen Krempel, ja, ne? Hier rechts sieht man, da ist die Grenze, die Map-Grenze. Wenn ich da durchgehe, dann komme ich halt auf eine andere Map. Weiß ich, ob wir das schon gesehen haben. Aber bestimmt. Ich meine, das ist ja das gleiche Kraftfeld, das man sieht, wenn man aus einer Stadt rausgeht oder so, ne? Was ich mir gerade so gedacht habe, es ist ja dieses Thema Open World überall präsent und so und überhaupt und hast du nicht gesehen. Das hier ist so das erste MMO, das ich kenne. Und es hat sich seitdem eigentlich kaum verändert. Und es ist immer noch eigentlich so wie früher. Ja, hier müsste das doch sein. Hier muss ich doch irgendwie. Komme ich da nicht rein? Muss da doch rein. Irgendwie. Oder nicht? Hä? Wieso habe ich kein Mission Key? Moment. Oh, you must be in a team. Oh, shit. Ah, das habe ich natürlich nicht gelesen. Das ist doof. Okay. Ja. Das ist ein bisschen doof. Dann habe ich mich umsonst auf den Weg gemacht. Das ist schade. Ich dachte halt, ich. Geh einfach hier hin und dann passt das schon. Ach so. Schade. Na ja, gut, dann kann ich die Mission eigentlich abbrechen. Das ist ja doof. Oh Mann. Ne, gibt keinen, der LFT ist. Schade. Was ist denn das für ein Name? Wie auch immer. Ich gehe wieder nach Ultratin. Ja, das war es. Ein Fail meinerseits. Tut mir leid. Habe es nicht gelesen einfach. Ich habe die Mission einfach nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, jawohl, dein Freund braucht Hilfe. Okay, ja gut, dann helfe ich ihm halt, habe ich mir gedacht. Ich wusste nicht, dass ich dafür ein Team brauche.
Das ist ziemlich doof. Ja, aber gut, ne? Im Endeffekt, ich kann die Mission auch ab. Moment. Wie lange habe ich? 6 Stunden, ja, gut. Die bricht sich dann von alleine ab, eigentlich auch. Ganz ehrlich. Auch kein Mensch. So. Dann, on how to find and access evidence facility forest. Was Reacher has. Alles klar, okay, das ist wahrscheinlich. Das ist eine Singleplayer-Mission, alles klar, okay. Dann mal los. Perfekt. Ich kenne die Mission noch nicht. Und hier unten kommt wieder Werbung. Und ich habe euch schon mal gesagt, besser nicht drauf eingehen, weil es könnte sein, dass dann der Account gesperrt wird. Und das ist nicht so geil. So. Planet Map, wo muss man hin? Da oben. Ne, da unten. Bei ICC in der Nähe. Zoom in. Mission. Ist ja doof. Das ist ja voll eingekesselt. Wie komme ich denn da hin? Zoom out. Das ist ja. Wie komme ich denn da hin? Also. Hier ist eine winzige Lücke. Hier ist eine winzige Lücke. Da komme ich vielleicht durch. Okay, alles klar. Dann gehen wir da mal hin. Nach ICC müssen wir. Old Athen müssen wir nach Tier. Und dann kommen wir nach ICC, oder? Wir können auch wieder. Moment, wo war hier? Wo waren hier diese Teile? Diese Warm Path? Da unten. Job. Job, das ist Shadowlands, das habe ich leider nicht. Ich hatte es mal eine Zeit lang, weil ich mit einem Entwickler von einem Spiel in einem Clan war, eine Zeit lang. Und dann hat er sich irgendwie mit irgendwem zerstritten und so. Und dann ist er aus dem Clan raus. Und dann meinte er so: Oh, dann bekommst du auch nicht mehr gratis hier von wegen Shadowlands und was weiß ich. Und ich denke schon fast, das war so gewollt. Einfach nur, damit man sich halt vielleicht dieses Pack dann holt. Ich habe stattdessen einfach einen neuen Account angelegt und habe damit einen neuen Account gespielt. Ja. Es ist mir einfach zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Monatlich für. Oder es ist mir zu doof, besser gesagt, monatlich für ein Spiel zu spielen, von dem ich nicht weiß, ob ich überhaupt dazu komme, es zu spielen. Also von daher, boah, das ist halt immer so eine Sache. Hallo, Fixer. 100 Pro. Genau, Fixer, wusste ich doch. Zwei Knarren in der Hand, weißes Gesicht, das ist ein Fixer. Erkennt man sofort. Oh, Onkel Pumpkinheads, cool. Ja, sogar machbar. Mal schauen, ob was die so dabei haben. Sehr cool. Aber es sind gar nicht mal so leicht zu besiegen. Oh, und jetzt kommt noch einer dazu. Ist ja richtig tough. Der hält ja ordentlich was aus. Ist ja doof. Das habe ich noch. Die halten ja ordentlich was aus. Das habe ich jetzt so nicht bedacht. Wenn ich ehrlich bin. Ja, die machen mich hier fertig. 12. 10. Mal gucken, habe ich hier irgendwas für 10? Hier, 10. Ja, das hilft nicht. Die machen mich hier kaputt. Das ist nix. Ich muss hier weg. So.
Ja, jetzt habe ich einen ganzen Schwanz hinten dran. Das macht man normalerweise nicht. Oh, das ist ja auch schön. Überall Onkel Pumpkinheads. Ach du Scheiße. Das ist ja interessant. Ich muss nur nach Süden eigentlich. Und dann müsste das ja eigentlich. Ja, hallo. Ja, danke, ich bin tot. Merke, ich sollte den nicht angreifen. Wo erwache ich denn wieder? Ah, okay, perfekt. Nicht so weit weg, das ist ganz gut. Richtung Süden müssen wir. So, Moment. Ein bisschen buffen muss ich mich schon, oder? Ein bisschen, so minimal. Ja. Achso, ja, das würde gehen. Okay, gut. Dann geht das. Dann machen wir das hier noch. Geht nicht, geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Alles klar. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten wohl. Das würde gehen. Das hilft aber nicht viel. Das hier. Das hier. Ah, dann geht das schon mal. Perfekt. Das geht auch. Perfekt. Okay, gut. Ja, mal los. Was machst denn du da oben eigentlich? Okay. Wie auch immer, ich sag mal nichts dazu. So, verfolgen mich die jetzt trotzdem eigentlich? Auch wenn ich sie nicht angreife? Nein, wenn ich keinen angreife, dann passiert auch nichts. Perfekt, okay. Alles klar. Gut. Wir wollen ja eigentlich nur zur Mission. Und das müsste hier irgendwo dann durchgehen. Also wenn es hier so rot ist, da kann man nicht durchgehen. Aber wenn es dann so blau wird, dann kann man durchgehen. Moment, wo bin ich denn hier überhaupt? Wo gehe ich denn hier lang eigentlich? Das ist ja die falsche Grenze, oder? Ich gehe mal mehr nach Westen. Und dann nochmal Richtung Süden. Vielleicht über den Berg. So, da vorne, da geht doch ein Weg lang. Da gehen wir hin. Okay. Wie auch immer. Kommen wir da hoch? Vielleicht. Ja, doch, geht. Ein bisschen die nicht so steilen Stellen suchen, dann geht das. Okay, perfekt. So. Ja. Und dann müsste es hier irgendwo eigentlich doch dann durchgehen. So. Wenn ich mich nicht irre. Da unten tatsächlich wahrscheinlich. Das sieht so extrem nach Raid-Gebiet aus. 85. Ja, ein bisschen höher als ich bin. Minimal. So, mal durch da. Wo ist denn die Mission? So sehe ich die Mission nicht auf der. Moment. Wieso sehe ich diese Mission nicht? Wie auch immer. Came from below. Nochmal? So, wahrscheinlich, ja.
Jetzt. Okay. Oh nein. Oh nein. Die sind dann alle Level 100 irgendwas wahrscheinlich. 200, keine Ahnung, irgendwas. Auch du Kacke. Ich muss schauen, dass ich hier ganz schnell das Ding finde und da drin verschwinde. Ach du Scheiße. Nee. Oh Mann. Hier rum. Ah, hier hinten. Okay. Und ich werde verfolgt von Tausenden von den Viechern. Bin fast tot. Das ist genial. Scheiß Agro-Monster. Ah, da geht's rein. Das ist bestimmt die Höhle, wo wir rein müssen. Ah, zum Glück. Zum Glück. Ja, alles klar, alles klar. Alles wunderbar. Ist. Ist. Ich bin in Combat. Ja, klar, logisch. Immer. Immer und grundsätzlich bin ich in Combat. Sowieso. Weiß ich schon. Hab ich. Ja, okay. Ja, wie auch immer. Habe ich irgendwo noch SMG und so? Habe ich das denn eigentlich hingelegt? Muss ich doch eigentlich auch haben. Hier, das hier? Ja. Habe ich dann alles, was ich so brauche? Ja, ich glaube schon. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Wir gehen mal los. Gott, das ist ja schwer. Das ist ja. Ich gehe mal geradeaus weiter. Und hier ist nichts. Was soll ich überhaupt tun? On how to find an access an abandoned facility underneath an ancient fortress forest. Some of the reach has found its way to the first surface. Ja, okay. Und? Und jetzt? Was soll ich jetzt hier? Kein Reward, nix. Ein Young Pumpkin. Pumpkinhead. Ja, den versuchen wir mal. Ja, der geht einfacher als die im Wald. Obwohl der hier gelb ist und der anderen Wand grün. Seltsam. Ram! Juhu! So. Ein Onkel Pumpkinhead. Was hast du dabei? Oh, was ist denn das? Ein Poster! Nice! Und ein Halloween Leech Pad. Ja, nehmen wir mal das mit. Ein Bad Shirt, okay. Habe ich das schon? Ich weiß nicht. Ja, ich hatte es schon. Es war einfach genau das gleiche wie das hier. Ich sollte besser lesen. Könnte man das nämlich aufheben für Leute vielleicht, die man kennt und so und denen man es vielleicht geben will, wenn die mal mitspielen. Ja, aber das nächste wird aufgehoben. Also Series 1 habe ich schon. Merken. Finde ich cool. Finde ich echt cool, dass ich hier so ein paar Pumpkinheads ziemlich einfach killen darf. Das ist schön. Und halt jedes Mal dann den Loot bekommen. Cool. Das ist ja fast wie Oldschool. Nur, was ist denn das schon wieder? Oh!
Oh, nice. You may use this time as a screwdriver to re fully function. Ah, cool. Kostüm. Old brown jumpsuit. Und eine Puppe. You. Old brown jumpsuit. Moment. Back. Muss das mal an. Ja, tatsächlich, das ist halt einfach nur ja, eine Flieger- oder Arbeiterkluft, wie auch immer. Ja, muss man jetzt unbedingt haben, ne? Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, der war ja sogar ganz einfach eigentlich. Oh, Skulltorch. Oh, Duncanhelm. Ja, das haben wir schon. Nanospray, Wallhack, alles klar. Ah, hier. Series 1, Series 1. Haben wir bei Eis. Candy Bag, Pumpkin Head. Ja, schön. Nice. Oh, ich brauche Platz im Inventar. Ja, war klar, ne? War irgendwie klar, dass ich irgendwann über Quelle vor Items. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das noch? Keine Ahnung, was das ist. Can be placed on ground. Kann ich das dann auch wieder aufheben? Ich glaube schon. Ne Drop? Nö. Placen will ich's. Okay. Weg hier. Ja. Mit Händen gewurschtelt. Jawohl. Fertig, gewurschtelt. Ja, so. Gott, ich bin müde. So, jetzt versuchen wir das mal hier, ob das hier besser funktioniert, ob das hier das gleiche sagt. Drop item on the ground. Na, droppen? Ich will es nicht droppen, ich will es hinlegen. Moment. Was sagt ihr, wenn ich das hier mache? Ah, cancel. Okay, alles klar. Und hier machen wir yes. Und hier können wir gucken. Okay. Okay, Doppelklick kann es wieder aufheben, alles klar. So. Gut. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendein Ei oder so, oder keine Ahnung. Weiß nicht. Immer Schluss für heute. Ich wollte nur mal kurz noch eine Mission machen, einfach nur weil. Halloween Special! Yay! Juhu! Ich liebe Anarchie Online dafür. Echt, absolut. Ich finde das sowas von geil. Okay, ich könnte mal das andere Zeug verkaufen, was ich zu viel habe, einfach. Ja, okay. Das kann man als Waffe nehmen. Habe ich hier einen Screwdriver dabei? Nein.
Scriber dabei. Hier vielleicht? Nein. Ja. Ja, hier bin ich Scriber dabei. Weiß nicht, ob ich es auspacken soll oder nicht. Yes. Was? Ah, einfach rechtsklicken. Back. Back. Mal kurz, Moment, Moment, Moment. Oder aufräumen. Ganz ehrlich, so geil sieht das nicht aus. Vor allem, weil es unsere Hautfarbe halt auch mit verändert. Nee, finde ich so schöner. Deutlich. Deutlich schöner. Kann man ja auch an jemanden weitergeben, vielleicht. No job, kann ich nicht. Alles klar. Ah, es verschwindet sowieso in 5 Stunden. Okay, alles klar, na denn. Na denn, wenn es eh in 5 Stunden verschwindet, dann ist es nicht so. Jetzt kann man auf die Schulter packen. Hier hin. Ja, jetzt habe ich halt alles Mögliche dabei. Ne, das ist doch doof. Ne, aber nicht. So, das ist so ein Spray, das man an die Wand klatschen kann. Das ist eine Puppe. Das ist das Nano. Das ist noch ein Nano. Und das ist so ein, ja, Helm. Immer Helm, wir müssen mal zum Shop gehen. Shopping, yay, wir müssen mal ein bisschen was verkaufen. Und zwar das Zeug hier alles, bis auf die Hose, die ist gut. Hier, weiß nicht, weiß nicht. Ich verkaufe es einfach mal. So, wir verkaufen noch mal das hier. Viel gibt es ja nicht. Oh, oder doch. Eine Crystal. Weg damit. Nice. Ich habe mein Geld mal eben verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Schön. Das ist doch gut. Hat sich schon gelohnt, heute online zu kommen. Irgendwie, ne? Weil wir haben eine tolle Hose und wir haben das Geld verdoppelt, was wir haben. Perfekt. So. Was ist das hier eigentlich noch? Das ist ja auch so ein Loot, ne? Das kann man auch noch verscherbeln. Kann auch noch weg. Komm, weg mit dir. Wow, geil. Yeah, verdreifacht das Geld. Wir haben unser Geld mal eben verdreifacht. Durch, einfach nur, um Glück zu haben, um beim richtigen vorbeizukommen. Im richtigen Moment einfach an der richtigen Stelle vorbeizukommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr geil. So mag ich das. So soll das sein. Perfekt. Beinahe. So, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es dann heißt Anarchie Online oder was weiß ich oder keine Ahnung, was auch immer wir spielen. Ich weiß es nicht. Bis dahin, macht's gut. Ciao. -i.